Ja, genau. Komm, das soll der Dicke jetzt einfach fressen. Ersatzmannpulver, der Dicke. Ja klar, genau. Triff einfach alle gleichzeitig. Das ist echt nur noch Abfuck. Das ist nur noch ein großer Abfuck. Von daher würde ich sagen, ich mache hier einen Cut und sage bis zum nächsten Let's Play Part. Leute, SFB meldet sich ab. So, und da sind wir nochmal zu diesem Kampf. Ich werde hier den Textpassage jetzt einfach überskippen. Was ich gemacht habe, ist jetzt folgendes. Ich habe zum einen, jeder hat jetzt eine neue Wasserflasche bekommen, also Kürbisflasche. Ich habe jetzt jeden auf 110 HP gesetzt. Ich habe ein bisschen, ja, so ein Claymore habe ich jetzt nicht gelevelt. Ich habe auch die Räuberschleuder, habe ich glaube ich auch nur so ein bisschen gelevelt. Die Streitaxt ist jetzt auf jeden Fall ein Level hoch. Und was das Wichtigste ist, man sieht hier den Kristallring mit Stehlenfähigkeit. Hintergrund ist nämlich, ich habe den Stehlenring nämlich jetzt hochgewertet. Also im Grunde genommen zweimal in den Goldring reingeballert und habe den jetzt auch auf den Kristallring hochgebaut. Man sieht es hier auf jeden Fall, Haltbarkeit und Glück sind schon auf Maximum. Zauberkraft war schon auf Maximum. Angriff ist jetzt auf 38. Attribut ist im Moment Feuer, weil die Eiskönigin ist natürlich gegen Feuer empfindlich. Und ja, ich werde halt genauso wie... schon mal eine Sache jetzt nicht mit. Und ja, ich habe ein paar Ersatzmannpulver. Ich habe ein bisschen das und dies und jenes. Na gut, ich bin im Moment eingefroren. Das ist jetzt doof. Ach. Gut, ich werde jetzt nochmal Schaden kassieren. So,
zum einen werde ich mich hochfahren. Ich werde auch Thorn jetzt einen Stärketrank geben. Genau das gleiche werde ich jetzt auch mit Ruby machen. Hintergrund ist, wow. Hintergrund ist nämlich folgender. Einfrieren sollte eigentlich aber nicht das Problem sein. Ja gut, das war's auch schon. Stärketränke und das Hochpushen haben echt sich ausbezahlt gehabt. Gemacht. Die Gute hat nämlich nur um die 600 HP und ich habe mit einem Schlag schon fast 200 gemacht. So um die 185 oder so. Der Schild an sich hat selber so 100 HP, deswegen. Pff, ja. Ich bin immer noch verbittert. All die Zeit habe ich gedacht, ich wünschte, ich könnte zu diesem Tag zurückkehren. Zurückzukehren. Keusch, keusch, keusch. Tut mir leid, ich fürchte, ich habe mich verspätet. Ja, so ein paar hundert Jahre. Ich sah es ein, sobald du fort warst. Ewiges Leben. Das bedeutete mir nichts. Ich habe stets gewartet. Ich wusste, du würdest kommen. Doch du kamst. Doch kamst du nicht. Die Zeit verstrich und ich kannte das ja nicht lesen. Die Kugel, die mich nun 100 Jahre am Leben gehalten. Doch das Leben ohne dich war, als hätte die Zeit innegehalten. Ich fühlte mich einsam in einer Wüste zurückgelassen. Ich habe dir keine Vorwürfe gemacht. Ich wollte dich nur sehen. Ein letztes Mal. Saya, ich weiß, dass du mir jetzt nicht vergibst. Aber bitte glaube mir, wenn ich dir sage, dass ich dich immer... Sprich nicht weiter. Ich weiß, es ist gut. Du bist ja... Und jetzt bist du ja hier, nicht wahr? Saya. Es tut mir leid, Standard. Hier, das ist für dich. Die Mondkugel. Du hast danach gesucht. Eine Obstverkäuferin hat es gefunden und mir gegeben. Ich habe es nie gebraucht, aber auch nichts gesagt, um dich hierher zu führen. Ich schätze... Letzten Endes habe ich dich benutzt. Es tut mir leid. Ich brauchte dich, um Sayas Herz zurückzugewinnen. Es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Danke, Standard. Bist du bereit, Saya? Das wird alles beenden. Das Ende einer langen, leeren Zeit. Lass uns gemeinsam zurückkehren. Zurück zu dem Tag. Ente gut, alles gut. Also, liebe Leute, schätzt eure Enten zu wissen. Denn wenn die gut sind...
Dann ist alles gut. Nein. Wir haben jetzt auf jeden Fall die Mondperle. Und damit gehen wir jetzt natürlich wieder zurück in das Dorf Brownbill. Ja, genau das hier ist es. Jetzt, wir können jetzt zum Mondschiff. Sollen wir uns auf den Weg machen? Hier gibt's was zu holen. Also los, bist du bereit? Toto, Chop, Rum. Marinade, Glückskeks, Zucchini. What the fuck? Essen, Trinken, Alkohol. Punkt, Punkt, Punkt. Ganz viele weitere Punkte. Oh, nee. Punkt, Punkt, Punkt. Die doppelte Ausführung sogar. Das ist doch schön. Immer noch Punkt, Punkt, Punkt. Die doppelte Ausführung. Seltsam. Es funktioniert nicht. Warum nicht? Niedergeschlagen. Das Mondschiff reagiert nicht auf die Kugel. Was ist da los? Nem, Sir, vielleicht ist etwas im Sonnen- und Mondtempel schiefgegangen, wo das Mondschiff aufbewahrt ist. Was soll denn schiefgehen? Ich weiß es nicht. Der Sonnen- und Mondtempel ist ein heiliger Ort, an dem der alte Mondkönig Bamilumba Halulumba seine letzte Ruhe gefunden hat. Komischer Name. Wir sind für das verantwortlich, was dort vorgeht. Ja, natürlich, aber auf diesen Sternen ist es unsere Pflicht, den Sonnen- und Mondtempel zu pflegen. Wenn jemand von unserer Nachlässigkeit erfährt, bin ich dazu verdammt, entlassen zu werden? Wir müssen etwas unternehmen, sonst können wir hier nicht bleiben. Verbannt, wahrscheinlich. Es gefällt mir hier. Ich möchte diesen Stern nicht verlassen. Theo, tu etwas bitte. Das sagt sich so einfach. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Redet ihr ruhig weiter. Wir müssen nur zu diesem Sonnen- und Mondtempel. Der hat auch nur das Fressen im Kopf. Stanna, los! Wer war das? Keine Ahnung. Fetti bum bum, fetti bum bum. Wirst du dorthin gehen zum Sonnen- und Mondtempel? Ja, ja. Das Mondschiff liegt tief im Inneren des Tempels. Ich bitte dich nur ungern um einen solchen Gefallen. Aber als Bürgermeister des Dorfes habe ich zu viel zu tun. Theo wird dich begleiten. Ach, Sir, nimm, Sir. Das ist ungerecht. Ja, das sehe ich genauso.
So viel hat der Bürgermeister hier auch nicht zu tun. Pass bitte gut auf dich auf.